Eigentlich haben wir heute einen besonderen Sonntag mit einem besonderen Festgottesdienst hier in unserer Lutherkirche. Kirchweihfest. Am 21. März 1909 wurde diese Kirche geweiht. Der Sonntag Letare, so wie heute. Sicherlich war damals die Kirche gut gefüllt. Über 10.000 Gemeindeglieder gehörten zur Parroquia Werdicht, wie sie offiziell hieß. Viele Jahre hatten die Industriellen und die Arbeiter der Klaurauer Unterstadt dafür gekämpft, selbst Kirchgemeinde sein zu können. Mit eigenem Pfarrer und mit eigener Kirche. Nun war es soweit. Kirchweihfest. Ganz bewusst gaben sie dieser Kirche den Namen des großen Reformators Martin Luther. Seine Erkenntnis der uneingeschränkten Gnade und Liebe Gottes zu uns Menschen sollte diese Gemeinde prägen. Dazu aber auch sein Beharrungsvermögen und seine Standfestigkeit. Seit der Weihe sind nun 111 Jahre vergangen. Die Luthergemeinde, genauso wie die St. Georgengemeinde, gibt es schon über 3 Jahre nicht mehr. Was am Beginn des 20. Jahrhunderts mit guten Gründen getrennt wurde, wurde mit genauso guten Gründen wieder zusammengeführt. Gemeinsam tragen wir Glaube, Liebe und Hoffnung in unsere Stadt hinein, durch alle Zeiten hindurch. Dafür steht auch die Lutherkirche hier im Werdicht. Es schmerzt mich, dass wir heute in unserer Kirche keinen Gottesdienst feiern können. Die Corona-Pandemie macht es unmöglich. Ich weiß nicht, ob es das zum Kirchweihfest schon einmal gegeben hat. Hier in dieser Kirche kein Gottesdienst. Doch neben dem gesetzlichen Verbot spricht auch die Vernunft dagegen, in dieser Zeit Menschen zum Gottesdienst einzuladen. Und dennoch bleibt dieser Ort ein Haus, an dem wir eine Adresse finden für unseren Dank, aber auch für unsere Bitte, für unsere Klage und unsere Fürbitte. Unsere Vorfahren haben ins Zentrum des Blickfeldes der Gemeinde dieses Bild hier gestellt. Jesus Christus gekreuzigt in der Mitte. Rechts daneben Martin Luther mit der Bibel in der Hand. Jesus Christus weiß um die Sorgen und Nöte. Er weiß um unsere Ängste und unser Leid. Er begibt sich hinein und trägt es mit. Und er eröffnet Zukunft, auch wenn die Gegenwart uns Angst macht. Menschen zu allen Zeiten haben das erlebt. Gottesdienste können wir im Moment in diesem Haus nicht mehr feiern. Und dennoch bleiben wir miteinander verbunden, wenn wir uns wie die Menschen auf diesem Bild mit unserem Gebet zu Jesus Christus hin ausstrecken. Und wenn wir beharrlich und standfest alles Menschenmögliche tun, die Infektionskette zu unterbrechen, unseren Alltag zu verlangsamen und unsere Kontakte untereinander zu beschränken. Eigentlich haben wir heute einen besonderen Sonntag mit einem Festgottesdienst hier in der Lutherkirche, Kirchweihfest. Was davon geblieben ist, sind die Glocken, die uns zum Gebet rufen, und Menschen, die ihre Hände falten. Und das nicht nur heute und hier, sondern in vielen Häusern und Wohnungen unserer Stadt. Und das jeden Tag. Wir sind nicht allein. Wir vertrauen darauf, dass Jesus Christus mitten unter uns ist. Er hat uns versprochen, ich bin bei euch alle Tage. Zu ihm heben wir unsere Augen auf. Er segne, er stärke und er bewahre uns. Bleiben Sie behütet.